Nach den Steuerrückgängen im 2019 und jetzt mit Corona ist die finanzpolitische Ausgangslage sehr schwierig. Wir müssen einnahmenseitig massiv nach unten korrigieren, 12% weniger Einnahmen prognostizieren wir. Ausgabenseitig wollen wir rund 30 Millionen sparen und Stellen abbauen. Trotzdem weisen wir im Budget 2021 ein Defizit von 37 Millionen aus. Aber gerade jetzt, in schwierigen Zeiten, ist ein starker Staat gefragt. Darum ist das Defizit verantwortbar und ich bin überzeugt, dass auch die Bevölkerung Verständnis hat dafür.